بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, wir wollen heute inshallah in unserer Reihe über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam fortfahren, und zwar mit dem zweiten Teil der Schlacht von Uhud. Wir hatten uns letzte Woche mit dem Beginn und den Ursachen der Schlacht von Uhud beschäftigt gehabt. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, dass die Schlacht von Uhud im dritten Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über seine Spione, ganz konkret über seinen Onkel Al-Abbas, mitbekommen hat, dass die Quraysh sich rächen wollen. Rächen wollen für die Schlacht von Badr, welche ein Jahr zuvor stattgefunden hat. Und dass sie eine für damalige Verhältnisse sehr, sehr große Armee zusammengetrommelt hatten, von über 3000 Männern, welche sich auf dem Weg nach Medina befanden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte nun zwei Möglichkeiten gehabt: entweder auf den Feind warten und Medina belagern lassen und dieser Belagerung ausharren und die Quraysh dann auch zu bekämpfen, falls sie Medina angreifen wollen. Und die zweite Möglichkeit war, dem Feind entgegenzumarschieren und ihn zu empfangen, bevor er überhaupt Medina betreten kann. Nach langen Diskussionen haben sich diejenigen durchgesetzt, welche unbedingt dem Feind entgegenmarschieren wollten. Insbesondere diejenigen von den aufrichtigen Muslimen, welche sich gesagt haben, wir waren schon an der Schlacht von Badr nicht beteiligt gewesen und wir wollen jetzt zeigen, dass wir mindestens genauso aufrichtig sind wie die Muslime, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Auf dem Weg dann zu Uhud, und Uhud ist ein Berg, der sich im Norden von Medina befindet. Auf dem Weg zu Uhud hat sich dann ein Teil der muslimischen Armee zurückgezogen. Und zwar der Teil, der Abdullah ibn Ubay ibn Salul unterstand. Circa 300 Männer. Wer war nochmal Abdullah ibn Ubay ibn Salul gewesen? Wir hatten gesagt, das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit im negativen Sinne. Wer war das gewesen? Nicht irgendein Heuchler, sondern das Oberhaupt der Heuchler. Er zog sich mit seinen Männern zurück, sodass die Muslime plötzlich 300 weniger Männer hatten. Dies ließ den Prophet sallallahu alaihi wa sallam jedoch nicht davon abhalten, weiter Richtung Uhud zu marschieren, und zwar über einen unüblichen Weg, mitten durch die Dattelplantagen, falls nämlich der Feind zuvorkommen sollte, dass die Muslime geschützt sind. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also alle Mittel genutzt, die ihm zur Verfügung standen, um Medina zu beschützen und um die Muslime zum Sieg zu führen. Und jetzt kommt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Männern in Uhud an, bevor der Feind ankommt.
Und das ist ein Vorteil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist auch schon in der Nacht losgezogen. Das heißt, er hat nicht bis zum Morgen gewartet, sondern in dem Moment, wo er erfahren hat, dass es losgeht, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bereit gemacht nach der Diskussion und ist direkt losmarschiert. Diesen Vorteil konnten die Muslime ausnutzen. Inwiefern? Uhud ist wie gesagt ein Berg, der sich im Norden von Medina befindet und der auch einen natürlichen Schutz für die Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam darstellt. Uhud ist ein Berg, der in der muslimischen Literatur eine sehr hohe Stellung hat und der den Medinensern ans Herz gewachsen ist. Insbesondere den muslimischen Medinensern. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ist ein Berg, der uns liebt und den wir lieben. Ein Berg, der liebt, ja, ein Berg, der liebt. Immer wieder, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über Naturphänomene spricht, zeigt uns Allah ta'ala auf, dass die Schöpfung Allahs mehr ist als nur tote Materie. Dass die Schöpfung Allahs lebt. Dass die Schöpfung Allahs in ihrer ganz eigenen Weise kommuniziert, redet, spricht. Das heißt, nicht nur die Geschöpfe, welche wir als Lebewesen bezeichnen, wie Tiere oder auch Bäume und Pflanzen, sondern auch ein toter Stein, ein Berg, die Sonne, der Mond, der Himmel als Ganzes. Immer wieder spricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wie er mit dem Himmel spricht und dem Himmel etwas befiehlt. Und der Himmel antwortet: قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Himmel und Erde antworten: Wir kommen, o Allah, gehorchend. Das heißt, wir gehorchen dir, o Allah, und kommen freiwillig von uns aus. Allah Ta'ala, er beschreibt die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala als eine lebendige Schöpfung. Ja, selbst das Paradies und die Hölle können kommunizieren. Allah Ta'ala ergibt uns Beispiele im Koran, in Surat Qaf. Ein schreckliches Beispiel, ein angsteinflößendes Beispiel, in dem Allah subhanahu wa ta'ala einen Dialog mit der Hölle beschreibt. Wo Allah subhanahu wa ta'ala dann sagt in Surat Qaf: قَالَتْ هَلْ مِنْ مَزِيد. Sie wird sagen, die Hölle gibt es nicht mehr. Die Hölle wird kommunizieren. Die Hölle wird fluchen. Die Hölle wird Schreie aussenden. Und daran erkennen wir, die Schöpfung Allahs ist mehr als nur tote Materie. Allah beschreibt im Koran, dass der Koran, die letzte Botschaft Allahs, den Himmeln, der Erde und den Bergen vorgestellt wurde, sie aber abgelehnt haben. Dass wenn der Koran auf einem Berg herabkommen würde, der Berg regelrecht sich spalten würde aus Ehrfurcht gegenüber Allah, wie es in Surat al-Hashr heißt. Und wie gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt: Uhud, dieser Berg, ist nicht irgendein Berg. Das ist ein Berg, der uns liebt und den wir lieben. Einmal stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam außerhalb der Schlacht von Uhud, auf dem Berg Uhud, und der Berg fing an zu beben, leichtes Erdbeben. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der gerade in diesem Moment mit Abu Bakr, Umar und Uthman auf dem Berg stand, auf dem Berg stampfte mit seinem Bein und sagte: Uthbut Uhud, Uthbut Uhud. Halt still, o Uhud. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِّيقٌ وَشَهِدَانٌ. Weil auf dir steht ein Prophet,
ein wahrhaftiger Abu Bakr und zwei Märtyrer. Omar und Uthman sind beide als Märtyrer gestorben. Also die Muslime hatten immer ein ganz besonderes Verhältnis zu Uhud. Und ich habe heute was gelesen, habe ich zum ersten Mal gelesen, dass die Medinenser den Berg von Uhud auch eine Art Kosenamen geben, und zwar Hin. Ja, so ein Kosename, ja, dem sie den Berg von Uhud geben. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt jetzt mit seiner Armee in Uhud an. Er hat diesen Vorteil, dass er zuerst Stellung beziehen kann. Und was macht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er nutzt diesen natürlichen Schutz von Uhud, indem er nämlich seine Armee direkt vor dem Berg stationieren lässt, dort sich niederlassen lässt, sodass der Feind vor ihnen ist und der Berg als Schutz hinter ihnen. Sie können von hinten nicht angegriffen werden. Vor dem Berg von Uhud befindet sich ein kleiner Hügel. Dieser Hügel hieß Jabal Ainain. Später wurde er umbenannt in Jabal Ar-Rumah. Jabal Ainain, der sozusagen Hügel mit den zwei Augen, wenn man es jetzt mal so übersetzen möchte. Ja? Und später, in der muslimischen Literatur, ist er bekannt geworden als Jabal Ar-Rumah. Der Hügel der Bogenschützen. Warum? Weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt auf diesen Hügel als allererstes was machte? Er positionierte dort 50 Bogenschützen. 50 Bogenschützen, welche nur eine einzige Aufgabe hatten, nämlich den Rücken der Muslime zu schützen. Ich versuche euch das mal darzustellen. Also nehmen wir mal an, jetzt, das ist der Norden von Medina und das ist der Berg von Uhud. Das ist der Berg von Uhud. Hier ist Süden, die Mekkaner, die Quraysh kommen von dort und wollten hier nach Medina, weil Medina befindet sich hier. Kann man das sehen in dem Video? Ja. Hier ist jetzt, ja, dieser Becher, entschuldige, das ist ein bisschen billig jetzt, aber geht nicht anders, ja. Hier ist jetzt, ja, dieser Jabal Ar-Rumah, der Jabal Ainain, der Hügel. Ein kleiner Hügel, ja, auf den man auch steigen kann. Der Berg von Uhud ist natürlich viel höher als dieser kleine Hügel. Jetzt ist das so, kann man das immer noch sehen oder nicht mehr? Versuch mal, inshallah, zu zeigen. Kann man das zeigen, man muss so eine Karte dann... Okay, jetzt ist es so, dass die Quraysh sind gekommen von der Seite, ja, ich mach mal so, sind von der Seite gekommen, der Prophet von hier, Medina, er positioniert hier 50 Bogenschützen an dieser Stelle auf diesem Hügel und positioniert die Armee direkt hier, sodass Uhud die Muslime schützt und die Bogenschützen ebenfalls die Muslime schützen vor einem eventuellen Angriff der Quraysh, nämlich von hinten. Das heißt, die Quraysh haben keine Möglichkeit, die Muslime von hinten anzugreifen, weil diese 50 Bogenschützen den Rücken der Muslime schützen. Wo sind die Quraysh stationiert? Hier, an dieser Stelle. Okay, das war's schon. Wir werden es einfach mal sozusagen vor Augen haben, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt jetzt zu den Bogenschützen Folgendes. Und zwar sagt er zu ihnen, und ihr Anführer war Abdullah ibn Jubair gewesen. Er sagte: Inna ra'aytumuna takhtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaykum. Solltet ihr sehen, dass die Vögel uns schon sozusagen wegtragen, so verlasst nicht eure Position, bis ich jemanden zu euch schicke. وَإِنْ رَأَيْتُمُونَ هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلْ إِلَيْكُمْ. Und solltet ihr sehen, dass wir sie besiegen und dass wir Überhand über sie gewonnen haben, dann verlasst nicht eure Position, bis ich zu euch schicke. Eine klare Anweisung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir werden sehen, dass hier genau die Schwachstelle war. Wir werden auch eigentlich sehen, warum.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt auch den Rest der Armee positioniert und er hat seine Armee in drei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe der Muhajiri, also der Auswanderer, und er hat Mus'ab ibn Umair, der ebenfalls zu den Auswanderern gehört, zu den Mekkanern, das Banner gegeben. Eine Gruppe für die Aus von den Ansar und er gab das Banner Usayd ibn Hudayr. Und eine Gruppe für die Khazraj von den Ansar und er gab das Banner Al-Hubab ibn Munzir. Alles drei Männer, die wir schon mal gehört haben. Also für diejenigen, die schon an der Sira, Mus'ab ibn Umair, der erste Botschafter im Islam. Usayd ibn Hudayr, wer war das nochmal gewesen? Wer war nochmal Usayd ibn Hudayr gewesen? Ja, wer war das nochmal gewesen? Erinnert euch? Usayd ibn Hudayr war derjenige gewesen, der Mus'ab ibn Umair aufgenommen hat, als er in Medina ankam. Und ihr kennt die Geschichte mit Sa'd ibn Mu'ath und Asa' ibn Zurara, wo sie dann sozusagen Da'wa gemacht haben und der gesamte Stamm von Sa'd ibn Mu'ath dann muslimisch geworden ist, durch sozusagen seine Da'wa. Und Al-Hubab ibn Munzir, wer war das gewesen? Erinnert ihr euch? Auch ganz wichtig. Ja, die Schwestern, wer war Al-Hubab ibn Munzir, haben wir letztes Mal auch erwähnt gehabt. Das war jemand gewesen, der taktische Ahnung, also Wissen. Genau, ja. Bei der Schlacht von Badr hat er den Vorschlag gemacht mit dem Brunnen. Erinnert euch. Und auch in der Schlacht von Uhud haben wir letztes Mal erwähnt gehabt, hat der Prophet Sallallahu alaihi wasallam ihn geschickt, um zu schauen, wo sich die Quraysh ganz genau befinden und um wie viele Männer es sich bei den Quraysh handelt. Ja? Diese drei trugen das Banner. Und jetzt bereitet der Prophet Sallallahu alaihi wasallam die Muslime noch einmal vor und er spricht zu ihnen. Und zunächst erst einmal sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas, wenn wir uns die Schlachten der Araber anschauen mit den Muslimen, was nicht selbstverständlich gewesen war. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Muslimen, nachdem er sie in Reihen aufgestellt hat, wie die Reihen des Gebetes, keiner von euch kämpft, bis ich ihm erlaube zu kämpfen. La yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital. Wenn wir uns jetzt die andere Seite anschauen, der Quraysh, da werden wir sehen, dass bei ihnen immer wieder Leute gesagt haben, ja, ich fordere zum Zweikampf auf. Ich mache das, ich mache jenes. Also keine Ordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat den Muslimen was beigebracht? Ordnung und Disziplin. Etwas, was damals die Araber, heute leider auch nicht, ja, damals die Araber, ja, nicht gekannt haben, ja, und heute leider immer noch nicht kennen, ja. Also sie haben nicht wirklich, ja, vom Islam so profitiert, wie es eigentlich sein sollte, außer im Gebet zu fallen. Habt ihr das schon mal in Mekka beobachtet? Ja, in Mekka, Chaos, alles. Aber beim Gebet plötzlich perfekte Reihen. Denkst du, wie geht das, wie funktioniert? Es geht also. Es geht also, aber irgendwie kriegen viele Muslime, nicht alle Muslime, also wenn du dir die Indonesier anschaust, ja, die Leute, die aus Asien kommen, siehst du immer Disziplin. Ja, alle tun immer das, was ihnen, von ihnen verlangt wird. Ja, immer in einer Reihe, immer so, wie sie es gelernt haben. Bei den Arabern siehst du meistens immer nur Chaos. Das ist leider so. Das ist leider so, subhanallah. Ja, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, das ihm beigebracht hat und das eingeführt hat, aber anscheinend haben sie es nicht richtig verinnerlicht, wie es eigentlich sein sollte. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt verboten, dass irgendjemand einfach so von sich aus, ja, um anzugeben oder sich was sagt, ja, ich werde jetzt hier einfach mal kämpfen. So etwas gibt es nicht im Islam. Das, was wir teilweise sehen von einigen Gruppen, die einfach sagen, ich muss jetzt mal Jihad machen. Ich gehe jetzt mal einfach mich in die Luft springen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Waffe, eine Kalaschnikow, ja, und töte mal ein paar amerikanische Soldaten. Ja, wie wir es teilweise auch hatten. Das hat mit Islam nichts zu tun. Das ist reiner purer Chaos, das ist Anarchie. Der Islam kennt keine Anarchie. Der Islam kennt Ordnung. Der Islam kennt was? Kennt Ordnung. Der Islam kennt Disziplin. Der Islam kennt das Prinzip des Emirs. Es gibt einen Emir. Es muss mir nicht immer alles gefallen, was der Emir sagt. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal eine eigene Sache und fange mal jetzt mal einen eigenen Krieg an. Solche Sachen wie Punisher oder weiß ich nicht, was gibt es nicht bei uns? Ja? Das kennt man vielleicht aus Actionfilmen, aber so etwas gibt es nicht bei uns. Bei uns gibt es, ja, keiner von euch darf kämpfen, bevor
ich nicht sage, als Anführer, jetzt wird gekämpft. Und jetzt versucht der Feind es zunächst erst einmal, bevor er angreift, auf eine andere Weise die Muslime unsicher zu machen. Und zwar beginnt Abu Sufyan. Die beiden Armeen stehen sich jetzt gegenüber und Abu Sufyan ruft, ja, und sagt zu den Ansar, zu den Ur-Madinensern, خَلُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّنَا, lasst sozusagen uns zwischen die Sache entscheiden zwischen uns und zwischen unserem Cousin, er meint damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَنَنْصَرِفْ عَنْكُمْ فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِنَا إِلَى قِتَال, ja, und damit wir gehen, wir wollen gar nicht mit euch kämpfen, ihr habt mit der ganzen Sache nichts zu tun, lasst uns einfach die Sache untereinander entscheiden. Diese Ansar haben natürlich gesagt und geantwortet, niemals werden wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam allein lassen. Es geht hier nicht um Stammesangelegenheiten, es geht hier um eine Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat bestimmte Vorstellungen, die damals nicht nur gang und gäbe waren, sondern welche damals ja, einfach eine ganz klare Regel gewesen sind, hat er verändert sallallahu alaihi wasallam. Damals galt, unzul achake zaliman au mazluma, helfe deinem Bruder, ganz gleich, ob er Unrecht tut oder ob er selbst unterdrückt wird, bedeutete damals, ich stehe immer an der Seite meines Bruders. Das Erste, was ich mache, ich schlage erstmal mit drauf ein, egal ob er Recht hat oder Unrecht hat. Er ist mein Bruder, er ist von meinem Stamm. Es ist völlig egal, was er für Fehler macht. Der Islam ist gekommen und hat diese Vorstellung verändert. Nein. Darum geht es nicht mehr. Diese überkommenen Traditionen, ja, dass ich immer, egal was ist, an der Seite meines Stammes stehen muss. Ja, selbst wenn er falsch handelt, die gibt es nicht mehr. Die wurden aufgehoben. Ich kann meinen Bruder unterstützen, wenn er zu Unrecht behandelt wird, indem ich ihm zur Seite stehe. Das ist meine Pflicht. Und wenn er selbst Unrecht tut, dann helfe ich ihm, indem ich ihn nämlich von diesem Unrecht abhalte. Und nicht noch versuche ihn bei seinem Unrecht zu unterstützen. Und auf jeden Fall haben die Ansar ganz klar gezeigt, dass sie an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen. Und jetzt schicken die Quraysh einen gefährlichen Mann, der später auch noch in der Sira eine gefährliche Rolle einnehmen sollte. Und zwar einen Mann mit dem Namen Abu Amir al-Rahib. Der hieß so. Abu Amir al-Rahib. Abu Amir al-Rahib gehörte zu den Madinensern. Und er gehörte zu den Aus. Und er sagte, und jetzt schickte Abu Sufyan ihm vor, er war auf der Seite der Quraysh gewesen. Und er sagte dann, ja, Ma'ashar al-Aus, oh, ihr Aus, ana Abu Amir, ich bin der Abu Amir. Hört auf mich, hört nicht auf Muhammad, ja, kommt wieder sozusagen zur Vernunft. Woraufhin sie direkt geantwortet haben, فَلَا أَنَّعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا يَا فَاسِقٍ, ja, also wirst du nie wieder in irgendeiner Weise etwas Gutes sehen, du Frevler. Ja, und als er das gehört hat, sagte er nur, und er hat dann auch verzweifelt, لَقَدْ أَصَابَ قَوْمِ بَعْدِ شَرٌ, meinem Volk ist nach mir Schlechtes zu widerfahren, und hat dann sozusagen ebenfalls auf der Seite der Quraysh gegen die Muslime gekämpft und hat in diesem Moment, wie es überliefert wird, auch einige Steine genommen und einfach in Richtung der Muslime geworfen. Jetzt versucht der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime zu motivieren. Und was macht er? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nimmt ein Schwert und hält es hoch. Und er fragt, man ya'khudhu minni hadha, wer nimmt von mir dieses Schwert? Woraufhin alle dann das Schwert nehmen wollten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alle riefen ich. Und dann fügte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen wichtigen Satz hinzu und sagte, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, wer nimmt es mit Recht? Und plötzlich alle zurück. Keiner will das Schwert mehr haben, weil sie nicht wissen, was ist das Recht dieses Schwertes. Woraufhin ein Mann mit dem Namen Abu Dujana dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann ganz konkret fragte, وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, und was ist das Recht dieses Schwertes, o Gesandter Allahs?
Woraufhin der Prophet sagte, أن تضرب به العدو حتى ينحني, dass du auf den Feind schlägst, bis er kniet. Also bis du ihn bezwingst. Abu Dujana überlegte nicht lange und sagte, ich nehme ihn mit seinem Recht, ich nehme es mit Recht, أنا أخذه بحقه. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er übergab ihm dann das Schwert und dann nahm er ein rotes Gewand, band es um seine Stirn und stolzierte dann mit diesem Schwert zwischen den Muslimen und zwischen den Quraysh. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sah ihn dann umher stolzieren und sagte dann seine bekannten Worte, إِنَّهَا لَمَشْيَةٌ يُبْرِيدُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ. Es ist eine Gangart, die Allah über alles verhasst, so überheblich, ja? Außer in diesem Moment. In diesem Moment kannst du zeigen, dass du über dem Feind stehst. Das ist kein Problem, das ist erlaubt. Aber das ist die einzige Ausnahme. Sonst möchte Allah nicht, dass ich überheblich wirke, dass ich herumstolziere, sondern der Islam ist gekommen, um dem Menschen Bescheidenheit beizubringen. Und hier sehen wir, wie der Islam uns beibringt, dass sich je nach Situation auch das Verhalten eines Menschen ändern kann. Der Islam sagt nicht, du musst immer bescheiden sein. Grundsätzlich solltest du bescheiden sein. Aber es gibt Situationen, wo du auch was zeigen musst, wo du Stolz zeigen musst. Wo Bescheidenheit die falsche Antwort ist. Grundsätzlich versuch bescheiden zu sein. Selbst wenn dich Tore ansprechen, Jahilun, die nichts im Kopf haben, dann sag was? Salam. Wa idha khatabahum Jahilun, dann sagen sie was? Qalu. Salam, wenn die Jahilun, die Unwissenden, die Törichten, sie ansprechen, dann sagen sie, Salam, Friede. Das ist die grundlegende Haltung der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er hat verboten, dass man sein Gewand über seine Knöchel trägt. Warum? Weil das eine Form von Prahlerei in der damaligen arabischen Standesgesellschaft gewesen ist. Ich habe damit angegeben, ich besitze besonders viel Geld. Insbesondere, weil ich dann mein Gewand auch noch auf dem Boden herumschleifen konnte. Ach, mir macht das nichts aus, wenn mein Gewand auf dem Boden streift. Das deutet darauf hin, ich kann mir mehrere Gewänder leisten. Also ich bin besonders reich. Auf Arabisch nennt man das Khuyala. Der Prophet hat das verboten. Er hat sogar aufgezeigt, dass alles, was unter den Fersen ist, im Höllenfeuer ist. Und dass Allah am jüngsten Tag diejenigen nicht anschauen wird, welche Isbal machen und mit ihnen nicht reden wird und sie nicht läutern und reinigen wird. Nicht wegen dieses Stück Stoffes, sondern wegen der Haltung. Allah liebt diese Haltung nicht und deswegen die Gelehrten haben beim Isbal, also dass ich mein Gewand über meinen Knöchel trage, auch gesagt, es ist dann verboten, die meisten Gelehrten, manche haben es grundsätzlich verboten, aber die meisten Gelehrten haben gesagt, es ist nur dann verboten, wenn ich es aus Prahlerei tue. Und deswegen wird ja auch überliefert, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das ein Hadith ist oder ob das eine Aussage von einem Sahabi ist, deswegen bin ich wieder vorsichtig. Also es wird überliefert, ich weiß jetzt nicht genau, wer der, auf wen das Zitat zurückzuführen ist. Ja? Zieh was du an, zieh an, was du möchtest und esse, was du möchtest, solange es nicht mit was verbunden ist, mit Israf oder mit Kibr. Ohne Verschwendung, solange es ohne Verschwendung ist und ohne was? Und ohne Hochmut. Kannst du machen, was du willst. Solange es nicht verschwenderisch ist und nicht mit Hochmut verbunden ist. Aber es gibt Situationen, wo ich zeigen muss als Muslim, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Jemand beschimpft den Islam oder will mich fertig machen aufgrund meiner Religion. In diesem Fall bringt Bescheidenheit nichts. In diesem Fall muss ich zeigen, ich stehe zu meinem Glauben. Es kann immer wieder Situationen geben. In der Öffentlichkeit, in der Schule, an der Uni, auf der Straße. Ja, wo ich dann zeigen muss, was ist mit ihnen eigentlich los? Aber dass ich sage, ja, ich muss jetzt sagen, Salam. Nein, so, es kommt immer auf die Situation an. Aber grundsätzlich muss ich ja noch zeigen, ich stehe zu meinem Glauben. Ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Warum sollte ich mich für meinen Glauben schämen? Warum sollte ich mich dafür schämen, ein Muslim zu sein? Warum sollte ich mich dafür schämen, zu beten? Viele Buddhisten schämen sich auch nicht. Oder Leute, die Yoga machen, mitten im Park, weiß ich, ihre Yoga-Übungen zu machen.
Warum sollte ich mich als Muslim dafür schämen, dass ich vielleicht mitten im Park auch mal mein Gebet verrichte, wenn gerade die Gebetszeit ist? Ich brauche mich dafür nicht zu schämen. Und jetzt kommt es zu einer ersten Auseinandersetzung. Und zwar gab es einen Mann mit dem Namen Talha ibn Uthman, der die Muslime herausforderte. Und er sagte dann, oh Gefährten Muhammads, innakum taz'umuna anna Allah yu'ajjiluna bi suyufikum ila an-nar. Ihr glaubt, dass Allah uns durch eure Schwerter dem Feuer nahe bringt, der Hölle nahe bringt. Also wenn wir sterben, werden wir in die Hölle kommen. وَيُعَجِّلُكُمْ بِسُيُوفِنَا إِلَى الْجَنَّةِ. Und er wird euch durch unsere Schwerter schnell das Paradies betreten lassen. Also wenn wir euch töten sollten, dann werdet ihr das Paradies betreten. فَهَلْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُعَجِّلُنِي بِسَيْفِهِ إِلَى النَّارِ أَوْ أُعَجِّلُهُ بِسَيْفِهِ إِلَى الْجَنَّةِ. Gibt es irgendjemanden von euch, ja, der mich in die Hölle befördern möchte oder den ich ins Paradies befördern möchte? Also er meinte das ironisch. Woraufhin, wer hervortrat? Niemand Geringeres als Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu wa arda, der in solchen Situationen immer der Erste war, der nie Angst hatte. Also ein regelrechter Held. Und Ali ibn Abi Talib, er trat hervor und er sagte, ja, bei Allah, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى يُعَجِّلُكَ اللَّهُ بِسَيْفِي إِلَى النَّارِ أَوْ يُعَجِّلُنِي بِسَيْفِكَ إِلَى الْجَنَّةِ. Bei Allah, ich werde dich mal von dir ablassen, ja, bis, ja, ich dich entweder mit meinem Schwert in die Hölle befördere oder du mich mit deinem Schwert ins Paradies beförderst. Und auf jeden Fall standen sie sich dann gegenüber und haben gekämpft. Und Ali ibn Abi Talib, er hat dann sein Bein abgeschlagen, wie es überliefert wird, und seine Aura ist zum Vorschein gekommen. Also sein Gewand ist wahrscheinlich hochgekommen und seine Aura ist zum Vorschein gekommen. Und dann flehte er ihn an und sagte, oh, sozusagen Sohn meines Bruders, meines Onkels hier, und Shidu Kallah, bitte, ja, ich flehe dich an, ja, wir sind immer noch eine Familie, ja, bitte töte mich nicht. Woraufhin Ali ibn Abi Talib dann von ihm abgelassen hat. Und er meinte dann auch, mein Cousin, ja, hat mich sozusagen bei der Familienbande gerufen und seine Aura ist zum Vorschein gekommen und deswegen habe ich mich vor ihm geschämt und habe dann von ihm abgelassen. Jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime motiviert hat, nachdem es zu dieser ersten Auseinandersetzung kam zwischen den Muslimen und zwischen den Quraysh, kam es jetzt zu dem eigentlichen Kampf. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte die Muslime zu Beginn erst einmal zum Sieg führen. Und sie haben es geschafft, diese Übermacht des Feindes, der dreimal so groß war. Ja, wie viele waren nochmal von den Quraysh anwesend gewesen? Wie viele waren das nochmal gewesen? Wie viele auf der Seite der Muslime und wie viele auf Seiten der Quraysh? Wer erinnert sich? Ja? Ah, wir haben es vorhin gesagt, wie viele Quraysh waren anwesend gewesen? Ungefähr, nachdem dann sozusagen abgezogen ist. Und auf Seiten der Quraysh? 3000 ungefähr. 3000, also eine Übermacht, eine Übermacht. Und trotz alledem sollte Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Hilfe und dann durch all die Vorbereitungen, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, durch den starken Iman, welche die Muslime hatten, ja, die Muslime zunächst erst einmal zum Sieg führen. Und es sah gut aus für die Muslime. Es sah sehr, sehr gut aus für die Muslime. Und es ging relativ schnell. Und direkt nachdem die Muslime Oberhand gewonnen haben, haben auch schon einige angefangen, die Beute einzusammeln. Und jetzt sollte die Katastrophe eintreten. Wer hat den Rücken der Muslime geschützt? Die 50 Bogenschützen. Abdullah ibn Jubair, er hat die Bogenschützen unter Kontrolle. Khalid ibn Walid, er versucht immer wieder mit den 200
Pferden, die anwesend sind, mit der Kavallerie, versucht er immer wieder durchzudringen, um die Muslime von hinten anzugreifen. Aber jedes Mal regnet es Pfeile. Und er kommt nicht durch. Und die Muslime sind am, die Quraysh sind am Verlieren. Einige der Soldaten fangen an, die Beute zu sammeln. Wer sieht das von weitem? Die Bogenschützen. Und jetzt kommt das, was das eigentliche Problem für die Muslime auch in der heutigen Zeit ist. Die Dunya tritt in ihre Herzen. Sie sehen nur noch die Dunya, sie vergessen alles. Die Dunya macht sie blind. Al-Ghanima, Al-Ghanima. Beute, Beute. Dollar, Dollar. Euro, Euro. Häuser, Häuser. Villen, Villen. Schlösser, Schlösser. Nur noch die Dunya. Ein Schloss reicht nicht. Ich brauche mehrere Schlösser. As-Sisi braucht mehrere Schlösser. Er braucht ganz viele Schlösser für seine Frau. Ja? Ist ganz wichtig. Das Volk hungert, aber meine Frau braucht noch ein extra Schloss. Du hast die Dunya. Du hast die Dunya. Ja? Ich habe schon alles, was ich brauche. Alles. Ich kann das gar nicht benutzen. Aber ich will noch mehr. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, Yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Es wird bald eine Zeit kommen, wo sich die Völker auf euch stürzen werden, wie Hungrige auf eine Schüssel voller Essen. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ وكسانت الله wie ist das denn eigentlich, sind wir an jedem Tag sehr sehr wenige? Versetzt euch mal in die Situation der Sahabe. Die Sahabe, die kannten zu ihrer Zeit, also kurz vor dem Tode des Propheten, waren es ein bisschen über 100.000 Muslime gewesen. Und sie haben schon gesagt, oh Gesandte Allahs, liegt es daran, dass wir so wenige sind? Sie haben sich überhaupt nicht vorstellen können, wie viele Muslime es in Zukunft mal geben wird. Woraufhin der Prophet antwortet, bal antum kathir. Viele, viele. Walakinnakum ghuthaa ka ghuthaa as-sail. Aber ihr seid wie Schaum auf einem Strom Wasser. Was macht ein Strom? Ein Sail, der bewegt sich. Und was macht er mit dem Schaum? Ja, er bewegt ihn. Er reißt ihn auseinander. Er schluckt ihn. Es hält nichts zusammen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, am Ende dieses Hadiths geht er noch ein bisschen weiter, dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass Allah Ta'ala aus den Herzen der Feinde die Heiber nimmt, die Ehrfurcht. Und in eure Herzen den Wahan legen wird. قالوا وما الوهن يا رسول الله ما ist dieser Wahan, o Gesandter Allahs? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er brachte es auf den Punkt und er beschrieb die Krankheit, von der heutzutage die Umma infiziert ist, der Großteil der Umma. Illa an rahim Allah, außer wenn Allah, derer sich Allah Ta'ala erbarmt hat. Und er sagte, hubbu dunya wa karahiyatul maut, die Liebe der Dunya und das Verabscheuen des Todes. Was meint der Prophet mit Verabscheuen des Todes? Damit meint er nicht, keiner von uns liebt, stirbt gerne. Ja, damit meint er etwas anderes. Mit anderen Worten, ja, ich lebe nur noch für diese Dunya. Ich denke gar nicht mehr an das, was nach dem Tode ist. Ich kralle an dieser Dunya, weil die Dunya alles für mich ist. Sie ist alles, also versuche ich in ihr alles zu erreichen. Und vergesse, dass es nach dem Leben auf dieser Erde noch ein Leben im Jenseits gibt. Und jemand, der an dieser Dunya krallt, meint ihr, der wird sich einsetzen für Allah? Meint ihr, der wird bereit sein, sein Leben zu opfern für Allah? Meint ihr, dem interessiert es, ja, ob arme Menschen auf dieser Welt sind oder nicht?
Hauptsache, es geht ihm gut. Hauptsache, es geht ihm gut. Ich will profitieren von dieser Dunja so gut ich kann. Die Dunja macht die Herzen kaputt. Die Dunja frisst sich in dich hinein, bis du irgendwann einmal nur noch die Dunja vor Augen hast und versuchst, dich zu verewigen in dieser Dunja, obwohl die Dunja nicht dazu erschaffen wurde, um ewig in ihr zu bleiben. Die Dunja ist kurz. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam beschreibt die Dunja, indem er sagt: Wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yada'u ahadukum usbu'ahu fil yammi fal yanzur bima yarja. Bei Allah, diese Dunja ist im Vergleich zum Akhirah nur wie jemand, der seinen Finger in das Meer tut und wieder herauslebt. Da soll er schauen, was hängen bleibt. Das ist die Dunja. Und an der krallen wir uns fest. Und sie ist der Grund, warum viele Menschen vom Wege Allahs abkommen. Und deswegen, die Sahabe, sie haben das gesehen. Al-Ghanima, Al-Ghanima. Abdullah ibn Jubair. Er ruft sie und sagt: Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Anasitu maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Habt ihr vergessen, was der Gesandte Allahs gesagt hat? Wenn jemand erst einmal von der Dunya geblendet ist, du kannst ihn noch so viel rufen. Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Er ist geblendet, er sieht nichts mehr als die Dunja. Die Dunja hat ihn aufgefressen, hat ihn geblendet, hat ihn blind gemacht. Genau wie in diesem Moment. Die Bogenschützen geblendet wurden durch die Dunja. Und sie sagten nur: Wallahi lana'tiyanna an-nas falanusibanna min al-ghanima. Bei Allah, wir werden gehen und wir werden genauso unseren Anteil von der Ghanima, von der Beute bekommen. Am Ende haben sie gar nichts bekommen. Von den 50 Bogenschützen sind 41 hinuntergegangen. Nur 9 sind oben geblieben. Die 9, die oben geblieben sind mit Abdullah ibn Jubair, sie wurden alle abgeschlachtet. Von wem? Von Khalid ibn Walid. Er hat nicht einen Moment gewartet, nicht einen Moment gezögert. Und darüber muss ich mir im Klaren sein, der Feind, der wartet nicht. Wenn er eine Schwachstelle sieht, dann nutzt er diese Schwachstelle. Sei dir dessen sicher. Genauso auch der Shaitan. Der Shaitan, sobald er in dir eine Schwachstelle sieht, er nutzt sie sofort aus. Der Feind ist klug, er ist vorausschauend. Und wenn du nicht Acht gibst, dann wird er deine Unachtsamkeit ausnutzen. Der Shaitan, er nutzt jede Unachtsamkeit in deinem Leben aus. Sobald du der Refle verfällst, ein Moment mal nicht nachdenkst, kommt der Shaitan und versucht dich noch weiter wegzuführen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen muss ich achtsam sein, aufpassen. Khalid ibn Walid, er nutzt diese Situation. Er kann jetzt mit seinen 200 Reitern locker diese 9 Bogenschützen bewältigen. Vorher waren es 50 gewesen, jetzt nur noch 9. Die paar Pfeile, die kann man noch abwehren, tötet man sie. Und jetzt plötzlich werden die Muslime, während sie mit der Dunya beschäftigt sind, von hinten angegriffen. Sie werden plötzlich von hinten angegriffen. Und was jetzt passiert, ist etwas, was noch einmal verdeutlicht, was passiert, wenn wir uns von unserer Religion abwenden. Und zwar, es sind nicht nur einfach Muslime zu Schaden gekommen und gefallen, sondern selbst der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Überbringer der letzten Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, ist verletzt worden. Er ist so verletzt worden, dass derjenige, der ihn verletzt hatte, Ibn Qami'a, gedacht hat, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam getötet hat. Und dass sich das Gerücht unter den Muslimen verbreitet hat, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist gestorben. Wozu hat das geführt? Zu einer Katastrophe. Einige Muslime, sie haben das Schlachtfeld verlassen. Sie haben das Schlachtfeld verlassen. Einige haben einfach nur gesessen und wussten nicht, was sie tun sollen. Und nur einige wenige haben sich um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschart in diesem Moment und haben nach ihm gesucht. Und haben weitergemacht. Wer sieht die Muslime vom Schlachtfeld fliehen? Unter anderem Anas ibn Nadr. Und er fragt: Was ist mit euch? Wo geht ihr hin?
Und sie sagen, mata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allahs ist gestorben. Woraufhin er sagt, فَمَاذَا تَفْعَلُونَ مِنْ بَعْدِ. Was wollt ihr nach ihm noch machen? قُومُوا فَمُوتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Steht auf und stirbt so, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Der Shaitan hat mit ihnen gespielt, er hat sie vergessen lassen. Er dachte, er hat sie glauben lassen, der Islam ist nur sozusagen eine, sage ich mal, Phase mit dem Propheten und danach bin ich nicht mehr verantwortlich. Nein, der Prophet ist gestorben, wir tragen die Bürde nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Jeder einzelne von uns trägt diese Verantwortung für diesen Dien, für diese Religion. Jeder einzelne von uns. Ich kann nicht sagen, ja, die Sahaba, wir hören immer die schönen Geschichten von den Sahaba, oh, die haben das und jenes gemacht. Dann verdient mir mal vielleicht auch eine Träne, wenn der Prediger besonders gut ist. Und dann, wie geht's weiter? Du hast eine Träne verloren. Sie haben ihr Leben verloren. Du hast eine Träne verloren. Sie haben ihr Leben verloren. Was hast du getan für deinen Glauben? Wallah, die Herausforderungen, die wir heutzutage haben, sind nicht minder als die Herausforderungen zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Sind nicht minder. Jeder von uns trägt Verantwortung. Und die Frage ist, wer ist bereit, diese Verantwortung zu tragen? Wer ist bereit, sich einzusetzen? Etwas zu tun für seinen Glauben? Wir müssen an dieser Stelle, inshallah ta'ala, heute aufgrund des Adhan, inshallah ta'ala, zum Ende kommen. Wir werden noch einen dritten Teil von der Schlacht von Uhud haben, weil jetzt dieser Teil ist auch sehr, sehr wichtig und da möchten wir auf die einzelnen Ereignisse inshallah ta'ala auch eingehen, weil wir von ihnen sehr, sehr stark profitieren können. Ja, wir sind stehen geblieben in dem Moment, wo die Muslime jetzt ihre erste Niederlage erleiden sollten. Ja, und werden hier inshallah ta'ala dann nächste Woche anknüpfen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر